Panzergewehr-Panzer. Das heißt, ich brauche beide Daumen vor und zurück mit beiden. Das heißt, wenn ich mit linken vorgebe, würde er sich nach links wegdrehen. Und zum Zweiten, ich habe einen guten Antrieb. Ich brauche hier, wie Sie sehen, diese Pistenpolis soll ja eigentlich diese Piste auch wirklich gut planieren. Das macht er jetzt auch. Ich habe vorne ein Schild, das kann man nicht höhenverstellen. Jetzt ist nur ganz wichtig, dass der Fahrer immer zur richtigen Zeit nachjustiert. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn er so einen Haufen vor sich her schiebt, diese Skipiste wirklich zu planieren. Das heißt, der Achsenpreis ist gleich schnell. Das heißt, da kennt man sich gleich den Baum. Da bergab begeben. Der zweite hat hinten drauf zum Beispiel einen sogenannten Kletter. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Die meisten Pistenbullis fahren ja am Abend. Das heißt, wenn Sie schon Skifahren gewesen sind und vielleicht bevor es einen Geist aufgibt. Ja, das ist nicht oft so, dass die Kollegen sich ihre Fahrzeuge in die Ecke stellen, schnell ein anderes Fahrzeug nehmen, vergessen dann das Fahrzeug abzuschalten und dann kann schon passieren, dass sie so ein Fahrzeug vielleicht in Rauch auflöst oder deine Gesundheit entladen ist, dass es gar nicht mehr geht. Ja, bei den Beleuchtungen sind wir gewesen. Hier sind wirklich ganz, ganz starke LEDs eingebaut. Auch das ist nicht serienmäßig, das müssen sich alle selbst bauen. Die vordere Schaufel hier, wie gesagt, höhenverstellbar. Ein ganz tolles Gerät. Und schauen Sie mal zu, es ist mir wirklich nicht einfach, diese Fahrzeuge so zügig zu steuern, dass auch eine gerade Piste rauskommt. Das ist ganz neu für uns. Wir haben das einmal abgeschaut, wie gesagt, aus Deutschland. Der hat hinten seinen Abzug gegeben wahrscheinlich. Wir werden kein Yeti finden, sondern maximal in einem Klettern. So, jetzt steckst du auch. Der hat ja auch eine Pistenpulli. Das Problem ist, wie gesagt, leider Gottes sehr feinfühlig noch. Da muss man noch viel, viel dran arbeiten, dass sie perfekt funktionieren. Aber wie gesagt, das ist das erste Mal hier. Ich bin überzeugt davon, in den nächsten Jahren wird das perfekt funktionieren. Und die Kollegen haben dann ihre Fahrzeuge auch dementsprechend im Griff. So, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's wieder. Ein bisschen einen Schluck Wasser und dann geht es schon wieder. Aber wie gesagt, nicht vergessen, Fahrschule können Sie den ganzen Tag benutzen. Jetzt noch bis 12, dann ist Mittagspause. Nutzen Sie noch die Chance, kommen Sie her zu uns und betreiben einmal ein so ein. So, die amerikanische Feuerwehr machen sich auch mal ganz kurz warm, zu schauen, ob alles funktioniert. Wie gesagt, die müssen ja. Jetzt machen sie eine Funktionsprobe. Um 15 Uhr, wie gesagt, brennt uns so viel Breite, maximal so viel Gewicht und so weiter. Und das ist eigentlich der Grundstock des heutigen Fahrzeugs. Fahrzeug ist nicht besonders ganz kurz in einem Satz. Ein Fahrzeug gleichmäßige Geschwindigkeit in eine Richtung ohne Schäden bleiben, stehen bleiben, umzufallen, brennende Hilfe, kürzester Zeit von A. Wir starten jetzt unser Lehrer-Schüler-Betrieb. Das war mit den Hubschrauber. Der Teufel, den wir ja auch im Fernsehen kennt, der von Lager in den Wechsel gewonnen hat, gegen den Herrn Lagerfeld. Ja.
Thank you.